Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Im letzten Kampf, beziehungsweise im letzten Part, Mensch, sag ich schon Kampf zu, hatten wir ja das Finale von Battle City, glaube ich, und die erste Begegnung mit dem Siegel von Orichalkos. Mal schauen, wie es jetzt weitergeht, nachdem ja nicht mehr so viel fehlt, zum Glück. Und wir dann das erste Yu-Gi-Oh! Beendet hätten. Na, mal schauen. Als überall in der Stadt Monster auftauchten, gab die Öffentlichkeit Kaiba und der Kaiba Corporation die Schuld dafür. Ich glaube, jeder will mich zum Nahen halten. Ich habe zu hart gearbeitet, um den Ruf dieser Firma wiederherzustellen. Das muss aufhören. Bitte schau dir unsere Datenbank an. Irgendjemand ist gerade dabei, sämtliche Aktien unserer Firma aufzukaufen. Mukwa, du hast recht. Wenn diese Zahlen stimmen, wurde gerade fast die Hälfte von Kaiba Corp von einer Person aufgekauft. Und die kauft noch mehr. Wie ist das möglich? Was machen wir jetzt? Wir müssen diese Person aufhalten. Wenn sie noch mehr Aktien kauft, kann sie die Kontrolle über die ganze Firma übernehmen. Warte. Es gibt nur eine Person, die so etwas fähig ist. Pegasus. Zed und Mugopa suchten das Königreich der Duellanten auf, um Pegasus zur Rede zu stellen. Zeig dich, Pegasus. Dein Mangel an Geduld amüsiert mich immer wieder. Und du bist nervig wie immer. Was führst du im Schilde, Pegasus? Ich stehe in letzter Zeit etwas neben mir eigentlich. Sogar buchstäblich. Was ist hier los? Überraschung. Wart schon lange auf diesen Tag, Kaiberlein. Wer bist du? Ich heiße Alistair. Kaiberlein, und jetzt duellieren wir uns. Diese Zauberkarte wird alles verändern. Ich aktiviere das Siegel von Orichalkos. Wer ist das? Das musst du mir erklären, jetzt. Wir sind hier drin gefangen, bis das Duell vorbei ist. Sobald ich dich zermalmt habe, komme ich wieder raus. Du dagegen wirst natürlich nicht ganz so viel Glück haben, Kaiberlein. Was meinst du damit? Wenn du verlierst, wird deine Seele für immer hier drin gefangen sein. Lass mein Bruder raus. Du hast ja keine Ahnung, mit wem du dich da anlegst. Und ob ich das weiß. Ich habe mich mit einem gierigen kleinen Mistkerl angelegt, der genauso erbärmlich ist wie sein Vater. Was hast du gerade gesagt? Niemand, der mich mit meinem Stiefvater vergleicht, kommt ungeschoren davon. Er war eine niederträchtige Schlange. Genau wie du. Meine Familienangelegenheiten haben nicht das Geringste mit dir zu tun. Falsch geraten. Und ob sie was mit mir zu tun haben? Es war heute vor 7 Jahren. Ich werde den Tag nie vergessen. Die Tanks sind gekommen und haben meinen Bruder mitgenommen. Ich habe schnell herausgefunden, wer dahinter steckt. Kusaburo Kaiba, dein Vater hat mir das angetan. Jetzt stehst du an der Spitze seiner bösen Imperiums, also ist es auch deine Schuld. Ja. Irgendwie fehlt da ein bisschen Hintergrundinformation, glaube ich. Ja, aber die weiß ich gerade auch nicht mehr auswendig. Und wir haben Kalle des Kritias. War auch eine weitere legendäre Drachenkarte. Die wir wahrscheinlich auch nicht spielen können werden. Beispielsweise auf dem Friedhof, falls diese Karte eingesetzt wird, zeige sie vor. Dann beschwöre die Fusion, das Fusionsmonster als Spezialbeschwörung von deinem extra Deck. Kalles Kritias. Warum haben wir das Fusionsmonster für da? Tyrannische Explosionsdrache, was? Nein, das ist eigentlich ein starkes Monster für die Zeit damals. Aber egal. Wieso haben wir ein Getriebemonster hier? Das hat zu der damaligen Zeit eigentlich nichts im Deck zu suchen von Kaiba.
als Roboter mieten und dann ein Monster von Typ Maschine der Stufe 4 in deinen Friedhof wählen. Beschwörer ist eine Spezialbeschwörung. Ja, machen wir mal so. X-Kopf-Kanone. Sollte ja passen. Und natürlich haben wir noch immer Saida dunkle Clown. Wer hätte es gedacht? XYZ, und XY gibt's noch. Genau. Greif ihn mal an, mal schauen, was er da liegen hat. Natürlich ein Monster, gegen das wir nicht ankommen. Diese Karte gegen ein Monster von Typ Krieger kämpft während der Schadensberechnung. Du erhältst nur während der Schadensberechnung 2000 ATK und Def. Ist so ein Glück, dass wir keine Kriegermonster spielen. Mit Joey hätten wir jetzt schon verloren. Der ja auch schließlich Kriegermonster spielt. Nein. Da kann man sage ich nichts antun. Oh, Rash Card. Das wäre eine Idee. Hier habe ich Austausche. Okay. Ja. Ich meine, ich habe es nur zwar gerade nicht gesehen, aber egal. Was hat da für einen Effekt? Siehe die Hand eines Gegners. Alle Monster, die er kontrolliert und alle Karten, die er besitzt, bis zum Ende des dritten Spielzugs nach der Aktivierung dieses Effekts hier. Das zieht. Und sogar alle Monster mit 1500 oder. Nein, ich kann heute so einen Effekt aktivieren. Das ist okay. Er ist wirklich OP, das Monster. Ich dachte jetzt nicht, dass Kaiba so ein OP-Monster im Deck hat. Ich meine, ich nehme es gern. Ich meine, wirkliche Virusdrache. Vor allem, da das Monster den Effekt von Crash Card hat. Sprich, hier ist Monster. Okay, nicht ganz Crash Card, da das mit 1000 und. Die Karte mit 1500 agiert. Ja, war das einfach so? Das ist ganz leicht gemein gerade von ihm. So. Ja, es ist ja ganz toll. Es
Wieso hat er auch zweimal Wiedergeburt gehabt? Das ist jetzt ganz doof gelaufen. Weil den würde ich mich ausdrücken, hätte ich noch gebraucht. Ah, der hat das Ziel von Orichalcus gezogen. Fallenkarten bringen uns halt gerade jetzt nichts mehr. Egal, ich hole mir mal sein Monster auf mein Feld. Wieso sollte man den Effekt aktivieren? Ja. Macht mal überhaupt keinen Sinn, dass man den Effekt aktiviert. Vor allem, wenn das Ding die ganze Zeit da bleiben kann. Also das macht wirklich wenig Sinn, dass ich da einen Effekt von dem Teil aktivieren sollte. Mit 1000 mehr Angriffspunkte oder ein Monster mit 2,8, das die ganze Zeit da ist. Ich wähle zweites. Also, das ganze Zeit da ist es mir lieber, als wenn ich es mit 3,8 angreife. Mein ja, jetzt kann ich auch mit 3,8 angreifen, das ist egal. Ja, das Duell jetzt beendet ist. Was aktiviert man den Effekt? Ich meine, ja, egal. Nach dem Duell mit Alistair begab sich Kyber in die Firma von Pegasus in Industrial Illusion, um nach Antworten zu suchen. Dort traf er auf Yuji und dessen Freunde. Kyber? Oh, großartig. Irgendein Spur von Pegasus? Nee, ich fürchte, wir sind zu spät gekommen. Das stimmt. Kaum zu glauben, aber mein Valentine war schneller als wir. Sie hat seine Seele mit so einem Orichalcus-Ding gestohlen. Pegasus? Nicht ganz, das ist ein Hologramm. Yugi-Line, ich hoffe zumindest, dass du es bist, der diesen Raum gefunden hat. Wenn du das hörst, kann das nur bedeuten, dass den Herrn die Hand zu mir meiner Seele her sind, endlich gelungen ist, mich gefangen zu nehmen. Also hör bitte genau zu. Wer ist das? Alles begann damit, dass ein mysteriöser Mann versucht, meine Firma aufzukaufen. Aber das war noch nicht alles. Diese Person besitzt eine uralte Macht, die stärker ist als alles, was ich bisher gesehen habe. Und sein Name ist Darts. Wer ist Darts? Er versucht, das schreckliche Ungeheuer wiederzubeleben, das jemals die Erde gestriffen hat. Das schrecklichste Ungeheuer, so rum. Den großen Leviathan. Dafür muss er Menschen und Ungeheuer die Seele entziehen. Wenn sein Plan funktioniert, wird es Darts gelingen, eine wirklich verheerende Macht zu entfesseln.
wie es sie seit 10.000 Jahren nicht mehr gegeben hat. Die Zeit wird knapp. Mein niedlich kleinen Duelmonsters werden bald mit dem gesamten Rest der Welt vernichtet sein. Nur du kannst die armen Kreaturen retten, die mein Spiel berühmt gemacht haben. Ja, haben wir sowieso vor. Okay. Dann gehen wir direkt in den nächsten Kampf. Du verfolgst einen der Räuberwelten. Den Typ kenne ich. Das ist der, der mich entführt hat. Du sagst es, Kumpel. Pass auf, ich will weit zurück. Warum folgst du dann mich? Weißt du, sie hat ihren eigenen Kopf. Denn hat sie, zumindest bevor ihr eine Gehirnwäsche verpasst hat. Du versuchst es nicht. Du verstehst es nicht, Kumpel. Niemand wurde eine Gehirnwäsche verpasst. Mehr hat sich aus freien Stücken angeschlossen. Und willst du wissen, warum? Sie wollte nicht mehr die zweite Geige spielen, während du den ganzen Ruhm einheimst. Dann kam ich ins Spiel. Und alles wurde anders. Du hast ihren Verstand manipuliert. Das hast du getan. Sie war eine meiner besten Freundinnen. Aber als ich sie das letzte Mal gesehen habe, hat sie Dinge gesagt, die man niemals gesagt hatte. Mach auf, Wheeler. Ich habe dich hergelockt, um dich für immer loszuwerden. Man kann nämlich nicht glücklich werden, solange es dich gibt. Was soll denn das schon wieder heißen? Du erinnerst dich ständig daran, wie ihr Leben einmal war. Und Mai will das alles vergessen. Aber solange es dich in dieser Welt gibt, wird sie es nicht vergessen können. Deshalb bin ich hier, um dich ein für alle Mal auszulöschen. Außerdem weiß ich, dass Mai dich tief in ihrem Inneren noch immer liebt. Das kann ich nicht zulassen. Also, was sagst du, Wheeler? Haben wir ein Duell oder nicht? Nicht, dass du wirklich eine Wahl hättest. Ich habe mich noch nie von eine Herausforderung gedrückt. Vor allem nicht, wenn ich für einen Freund kämpfe. Also, lass uns anfangen. Yes. Wenn sich zwei streiten oder so. Man geht in dem Fall nicht ganz so auf. Wow, Joe hat mal wieder das allerbeste Deck, was man sich vorstellen kann. Aber wieso hat der zweimal Landform? Und er spielt scheinbar auch ein Maschinendeck. Kalkos. Achso, nochmal die Kalkos, genau. Solange du zwei oder mehr Monster in Angriffspositionen kontrollierst, können Gegner deinen Monster mit den niedrigsten Angriffen vertikal nicht angreifen. Okay. Machen wir das noch so. Okay, wir haben rotäugiger, schwarzer Leuchtfeuerdrache. Mensch, den Namen schnell dreimal hintereinander aussprechen kann ja auch keiner. Elegante Wohltäterin, sechster Sinn. Wir haben jetzt bei Zahlen zwischen 1 und 6 wirft ein Gegner einen sechsseitigen Würfel. Und falls das Ergebnis einer der beiden Zahlen ist, ziehst du so viele Karten, die andernfalls oberste Karte Höhe des Ergebnis dein Friedhof. Ja, Joey hat immer noch ein Glücksspieldeck. Hör das Ende immer alles Monster behandelt, solange sie offen auf dem Spiel liegt. Oder im Friedhof liegt. Solange das Karte ein normales Monster auf dem Spiel ist, kannst du es als Normalbeschwörer beschwören. Damit sie ein Effektmonster mit diesem Effekt wird. Ganz recht. Ja, okay.
Ja. Mach das mal weg. Und Sündenbock. Das kann nicht als. Ja, okay, ich meine, Sündenbock wäre zwar eine Verteidigungskarte, brauchen wir allerdings nicht. Okay, wir haben unsere Ritualkombi schon mal da. Das finde ich toll. Nehmen wir den Herr des Rots. Wieso nicht? Ich meine, das fängt schon mal ganz schön gut an. Das heißt, beliebige Spieler ist, wenn ein Infektus. Du kannst ein Monster auf dem Spielfeld wählen, zerstöre es einmal pro Spielzug während des Spielzugs eines beliebigen Spielers. Wenn eine Karte oder ein Effekt aktiviert wird, außer Herr des Rots, du kannst eine Zauber- und Fallkarte auf dem Spielfeld wählen, zerstöre. Okay. Wieso hat Joey auf einmal so viele Karten? Ich meine, eh egal. Wow. Ja. Wieso nicht? Machen wir mal so. Natürlich noch keine Kette. Wir nur 6 und 5. Natürlich eine 4. Mach ja schon rotiger Geist. Es bringt sich halt alles nichts, ich hab schwache Monster. Und er hat lauter Monster, die sich gegenseitig verstärken. Macht schon wieder sehr viel Spaß. Ich glaube, ich kann das Ganze schon aufgeben. Claudius Hermos. Drachenmonster. Falls diese Karte als Spezialbeschwörung schon wähle ein offenes anderes Monster auf dem Spielfeld rüstet, das mit dieser Karte aushält. Ja, okay. Und Ausrüstungskarten, die mir nichts bringen. Ich hätte es natürlich brauchen können. Ich muss das halt ausrüsten. Nee, ich habe verloren. Ich gebe einfach auf. Es sah sich eh nicht aus, ich da jetzt mal zu kämpfen. Okay, dann bin ich den Part an dieser Stelle auch schon wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst eine Bewertung da, dass es euch gefallen hat. Wenn nichts aus wollt, könnt ihr euch gerne noch abonnieren lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Yu-Gi-Oh! Legacy of Duelist wieder. Ciao.